Jawohl, hallo. Wahrscheinlich kennen mich jetzt die meisten hier eh schon. Jinx vom Chaos Computer Club Wien, C3W. Wir haben da mal was ausgehackt. Und zwar haben wir in Planung und eigentlich nicht nur in Planung, also es geht demnächst wirklich los, vom 24. bis 30. Oktober eine Privacy Week geplant. Und wie bitte? Ah ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich sehe schon jemand aus unserem kleinen, aber feinen Vorbereitungsteam, der mir die Slides vorhin zugespielt hat, hat da einen leichten Tippfehler veranstaltet. Also es ist 2016, wir reden über den kommenden Oktober. Und ignorieren jetzt kurz diesen Tippfehler, der wird uns gleich nochmal begegnen. Genau. Wie man sich beim Titel schon denken kann, es geht um Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Wunderschön. Falls jemand schon Bingo hat, bitte jetzt rufen. Themengebiete, Media Literacy, Verschlüsselung. Wir haben eigentlich das weite Feld vor uns und sind da bei der Vorbereitung natürlich jetzt gerade dabei, bekannte, mitarbeitende Organisationen anzusprechen, die sich jetzt beteiligen möchten mit Talks, mit allen möglichen Workshops, Podiumsdiskussionen. Die Menschen im Radio. Ich lese jetzt noch mal kurz ein paar mehr von unseren schönen Schlagwörtern vor. Datenschutz, Safe Harbor, Vorratsdatenspeicherung, Tracking, Digital Life, Quantified Self, Assisted Living und E-Health. Also alle schönen Gebiete, wo dann auch wirklich viele, viele Daten anfallen. Und zwar, das Datum verrät es ja eh, die 100 Jahre diskutieren wir jetzt mal weg. Den Auftakt macht das Elevate in Graz und die Big Brother Awards sind dann genau in der Mitte. Und wir verteilen uns dann mit Talks, Workshops, Vorträgen, Webinaren, Barcamp, allem einmal rundherum. Es wird auch ein Kulturprogramm geben, halt in Kinos, mit Lesungen und sonstigen Kunst- und Kulturevents. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu euch. Wer jetzt noch Ideen hat, sagt, wir haben noch was ganz Tolles, das braucht ihr unbedingt oder habt ihr den und den schon gefragt oder sonst was, immer gerne zu uns. Wenn jemand sagt, vielleicht habe ich eine Idee, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. In 2 Wochen geht der offizielle Call for Participation raus über die Website. Da gibt es dann auch ein Frapp, da könnt ihr euch eintragen. Und ansonsten sind wir nachher noch da für Fragen, Antworten, ein Kaltgetränk oder Ähnliches. Dankeschön. Dankeschön, dann freuen wir uns alle schon auf den Herbst und auf den nächsten Talk.